Das ist egal, was jetzt ist. Es ist echt kompliziert. Das ist. Hi. Oh, Wir haben schon wieder das Problem, dass wir der verprügelte mexikanische Junge sind, der da ankommt. Und wir brauchen Daniel, der sagt, das ist mein Bruder. Er ist aber auch schon wieder so judgy. Deswegen sage ich auch immer, Religion ist mega. Religion ist wichtig für die Weiterentwicklung einer hochentwickelten Zivilisation. Eine Religion ist eine große Hilfe für alle, die aus etwas Kraft ziehen müssen. Glaube versetzt Berge, ganz egal an was man glaubt. Aber die Institutionen, ganz egal welchen Glaubens, braucht kein Mensch mehr. Ich genauso. Hi. I saw you out in that parking lot earlier. Yep, that was me. I like to be here too. We can see the whole room, and it's where our Reverend Mother teaches us classes. Whoa. You okay? Need some water? Ist aber schon wieder so edgy, judgy. Sean oder Daniel? Sean. Ja, also er ist verzweifelt. Hey, wir sind echt, ne? No, sorry. I'm just kind of sick. Oh, that sucks. That's too bad. Hey, what happened to your eye? Well, that's a long story. That's okay. My name is Sarah Lee. What's yours? Aw, you must be Jacob's sister. Did you get that letter from Jacob back when he was in California? Yes. How did you know he was in California? I was with him. That's how we met. You are Daniel's brother? Really? He's always talking about you. Hey, not too loud. Yes, I'm Daniel's brother, but I need some help. The Reverend Mother says we always have to help our neighbor. What do you need? Damit habe ich nicht gerechnet. Was ist das für ein Ort? Wer ist eure Pastorin? Was macht Daniel hier? Bring mich zu Daniel. So, can you take me to Daniel? Oh yes. He's gonna be so happy when he sees you. He missed so much for his birthday. It will be like a late surprise. Ein bisschen wie eine Drohung, ne? Daniel, you're the living proof of their faith. Ah, ne. And mine. I know also auch. You understand. I guess. I mean. Sean? Oh, my. Sean! You came back! I knew it! You've grown up, Inanna. Do I look older? What? What happened to your eye? Don't worry. It's okay. Did that happen at the farm? Because of me? I'm so sorry. I'm sorry. Nicht deine Schuld, das ist in der Vergangenheit. Ich habe mich gewarnt. Nein, 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 nein. Ist in der Vergangenheit nicht deine Schuld. Es ist in der Vergangenheit. It's over, Daniel. We just gotta walk on. Does it hurt? No. Not as much as your haircut. Shut up. Es tut nicht so weh wie deine Frisur. It's different. I kind of like it. Sean, I didn't want to leave you there. Nothing I could do. I was so scared. I even thought you were dead. And... It's okay. We're together now. Yes. So, are you gonna stay with us now? Huh? We still need to go to Puerto Lobos. But... We don't need to. We have a new home now. Look! One step at a time. Daniel, give Sean a chance to process this. I'm sure this is all so overwhelming. By the way, my name is Lisbeth Fisher.
We all prayed for your safe return. Sean, you must be a believer now in our Lord, too. Boah. Boah, ist die unsympathisch. Ich fand's großartig, dass er mit ihm sprechend immer noch kniete und bei ihr jetzt aufsteht und größer ist als sie. Normal, und dann reist man halt nach Nevada und kümmert sich nicht um Hilfe. Mann, Keaton, das ist jetzt aber deine Schuld, nur weil du dir das so ausgedacht hast. Ja, genau! Sie will ihr Cash-Cow behalten und jetzt Missionierung. Ah, das ist, muss man echt mal gucken. Nein, nicht wirklich. Well, not really. No. So Daniel was wrong? You can be honest here, Sean. Wieso Daniel? But first, I need Sarah Lee and Daniel to grab the medicine kit. We have to take care of our new guest. This is a place of healing. Aww. Let's do it later. I want to talk to him now. Daniel? Now. Okay, Reverend Mother. Let's go, Daniel. Whoa, whoa. Hold on. Well, Sean, it's a pleasure to meet you. This is a real blessing today. You were away from Daniel for quite a while. I was in a coma. Of course. I wasn't judging you. So what is your plan, Sean? This is a blessed family, and it would be good for Daniel to have you by his side. You should know that the Lord has big plans for him. Boah, ist die unsympathisch. Das ist so schlimm. Das lebende goldene Kalb quasi. Gott oder sie. Aber das kranke Mädchen kann man nicht mitnehmen. Das geht alles nicht. Wieso nicht? Was unsere Pläne sind. Achso, sie will wissen, was unsere Pläne sind. Sag erst mal. Ich habe schon verstanden, Dan. Was unsere Pläne sind? Nee, was ihre Pläne sind. Was unsere Pläne sind. Mit Daniel nach Mexiko. Ja, eine Weile hier bleiben. Nein, mit Daniel nach Mexiko. I'm leaving here. With Daniel. Yes. Yes, I know about this reckless journey. Oh, nervt die mich jetzt schon. Wir haben nur drei Sätze gewechselt oder sowas. Die stirbt in der Wüste. Also das Mädchen können also das Haus nicht abfackeln. Ah, hast du recht. Wieso muss man sich entscheiden? Das ist ein Satz. Ich bin Daniels Familie. Das hier ist nicht dein Zuhause. Ist dir, denke ich, fast egal, was du antwortest, solange es nicht nach ihrem Plan geht, auf jeden Fall. Dass wir das Haus nicht abfackeln, bedingt moralisch-ethische Grundlagen, an die wir uns halten. Also mein Hindernis ist, ich habe kein Feuer. Also wenn fackeln, wann fackeln wir die Frau jetzt ab? Wow! Ob es ein Gesetz gegen Häuser abfackeln gibt? Am Ende verletzt sie Sean, Daniel rastet aus und das Kreuz fällt aus Versehen auf die Pastorin oder Schlimmeres. Wir gucken mal, was wir jetzt hier fabrizieren können. Ich bin seine Familie, das ist nicht sein Zuhause. Ich bin seine Familie. I'm his family. Two young boys are not a family. Mark 325. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Daniel sounds more like a prisoner than a guest. It saddens me that you see things that way. After everything I've done for him. I know why you're scared, Sean. Minion. That's because your heart's full of sins. I know about that poor man you beat down back in Washington, Sean. This is a terrible sin. And until you make penance for it, I can't accept you here. What? Are you serious? I'm sorry, my son. I'm not your son. And Daniel isn't gonna be your golden cow. Daniel, come on. Why don't we ask him what he wants to do? Do not touch me. Das hat sie extra gemacht. Das hat sie extra gemacht. What did you do? Nothing. Enough. You spilled blood in the Lord's. Das hat sie extra gemacht. What happened? Your brother came in here impure and acting like a criminal. But he can be saved, Daniel. I'm sorry, Sean. She's right. I will pray for you. Then
When you're ready, we can. She's trying to manipulate you. Let me lead you to the one true light that never goes out. I want to be your friend. You're crazy! Let's get out of here, Daniel. I want to stay. Just go. There's your answer, Sean. We're together again. So we can go, right? Come on. Get off me, dude! What? Daniel! Let me go, asshole! Daniel! They're not your family! Stop it. You just need to have faith. We'll be waiting. Daniel! It's okay, Sean! Daniel! There you go. Satisfied? Now don't you ever come back! Aber sag mal, in der Gemeinde, ne? Wenn wir die Pastorin als Hexe bezeichnen, ich frag für einen Freund. Es gibt immer ein Zitat aus sakralen Texten, was so passt, wie man es braucht, wenn man es aus dem Zusammenhang reißt. Und es jemanden sagt, der keinen Plan hat. Kannst du jede Zahl sagen. Diese miese Hinterhältigkeit. Wir sind oft für jeden, außer für dich und die Leute, die wir nicht wollen, ja. Life is Strange 1. Ja, das war wirklich emotionale Achterbahnfahrt, wo du dachtest, ach du Scheiße, ich bin kurz vor den Tränen. Ich habe Gänsehaut. Ich habe jedes Mal Gänsehaut öfters gehabt und dachte, das darf nicht wahr sein. Das können sie nicht machen. Und hier werde ich einfach nur wieder wütend. Ich solche Leute verabscheue. Herzlich willkommen. Die können uns nicht nur traurig machen, sondern auch wütend. Cool. Toll. Nee. Hass. Arg. Schrecklich, ne? Aufstehen und Angriff. Nee, also, gucken wir gleich. Aber ich werde auf jeden Fall aufstehen. Aber die Erfahrung zeigt uns, dass es einfach nur noch schlimmer wird. Also es ist eigentlich egal, was wir machen. Wir werden aufstehen und er wird uns hauen. Er wird uns einfach hauen. Ich glaube, ich muss mir einen Schokoriegel holen. Dann sind wir die Opfer. Einfach gar nichts tun. Nein, auf gar keinen Fall. Ich hoffe, die bekommt, was sie verdient. Aufstehen und kassieren. Je blutiger und elender man aussieht, desto eher erreicht man was bei Daniel. Denn er ist schuld daran. Das können wir ihm sagen und dann hat er Mitleid. Er sagte schon, dass die Bewohner komisch sind. Da hast du vollkommen recht. Wut, Frust, Essen läuft. Gut. Obacht, es geht weiter. Wir stehen auf. Kein Bock mehr, hier die ganze Zeit einzustecken. Don't make me do this. You're not gonna win. Daniel! Daniel! You're pissing me off. This is private property. I have a legal right to stop any intruders like you. I just wow. want my brother. But he doesn't want you. He was brought here, and this is where he's staying. Next time, I will not hesitate to use this. Now get out of here. Daniel, hey! Daniel. Ja, mit der Eskalation habe ich nicht gerechnet. Ach was, ruf doch die Polizei. Nee, Polizei rufen ist eine ganz schlechte Idee. Wir haben Probleme mit der Polizei. Wir haben Probleme mit jedem. Ja? 80% der Leute, die wir treffen, nennen uns Bohnenfresser und verprügeln uns. Ich muss ja selber gestehen, dass ich nicht die Polizei rufen würde, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Polizei uns hilft. Sean? Wer bist du denn? Das ist unsere Mutter? Get him back like this. Karen? Let's go. Moment, what? Ist das unsere Mutter? Maus, darfst du sagen, wenn es die Mutter ist, die ist von uns als Familie abgehauen und Daniel kennt sie nicht mehr. Ja, wir haben sie als kleiner Krümel doch irgendwie kennengelernt, hat ein Foto und mit dem Vater irgendwie darüber redet, aber sie ist einfach verschwunden. Und das Letzte, was wir von ihr
wussten, ist, dass sie, wir sind ja auf unserer Reise, wo wir quasi geflohen sind, etc., sind wir ja bei unseren Großeltern gelandet. Bei ihren Eltern. Ja, mit denen hatten wir Kontakt. Die wollten sowieso schon immer helfen und alles Mögliche. Und da sind wir untergekommen und waren dann in ihrem alten Zimmer. Wenn sie es ist. Ich habe nicht mehr ganz im Kopf, ob sie Karen heißt und ob es wirklich die Mutter ist. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie sie heißt, wie sie aussieht. Und haben wir einen Brief aber gefunden, dass sie ihre Eltern, also unsere Großeltern, gebeten hat, sollten wir vorbeikommen, Sean und Daniel, dass sie uns bitte aufnehmen. Und auch die Eltern, unsere Großeltern sind nicht ganz so, also ich weiß nicht, was passiert ist, sie ist aus dem Leben verschwunden einfach. Also auch bei den Großeltern komplett raus, aus allem, war einfach weg. Ich weiß auch nicht, was der Grund ist, warum sie abgehauen ist. Vielleicht hat sie auch diese Kräfte. Irgendwoher kommen die Kräfte ja bei Daniel. Die sieht aber auch fertig aus des Todes, ja. Das ist aber ein krasser Zufall, dass sie direkt nach dem Punch und der Drohung, nach dem Punch und der Drohung, mit ihrer Karre vorfährt. Die wird das mitgekriegt haben, dass der Kleine da ist. Vielleicht, ich glaube, wir werden es hinkriegen, ne? Halt auf jetzt, ihr alle. Wir müssen auch mal Glück haben. Jetzt nur ein netter Trucker. Ja. Das ist aber krass. Sean, what happened to your eye? Why the hell are you here? Ja, es ist die Mutter. How did you find me? Well, I got a letter from Jacob. He said you were missing. And that Daniel needed help. I believed him. So you finally decided to check on him. You know, Sean. Wieso hat Jacob die Möglichkeit, ihr einen Brief zu schreiben? Where are we even going? I already have a hotel room. You're gonna need to rest and clean that dressing. Wieso hat Jacob die Adresse unserer Mutter? Das wird jetzt nicht einleuchten, ne? Jacob und Karen sind vielleicht alte Drogenbuddies? Nein, Jacob ist so alt wie wir. Jacob ist ein Teenie. Vielleicht ein bisschen älter. Na, er ist nicht ganz so alt. Der ist vielleicht 20. Also wir sind 16, der ist vielleicht 20. Jetzt wird es wild, aber sicher. Weil offensichtlich hat er es bereut, Daniel dahin gebracht zu haben und dann gesucht. Ja, irgendwie sowas, ne? Es ist... Also es wird auf jeden Fall wild. Das wird sehr verstrickt jetzt, ne?